Hallo und herzlich willkommen wieder zu Riders of Icarus. Diesmal zeige ich euch, wo ihr die schwarzen Sturmschwingen, die roten Blutwürmer und auch die blauen Blutwürmer finden könnt. Ich habe mir gerade mal hier den Black Storming. Wollte ihn noch für meinen Daily. Das war ein Fail. Diese schwarzen Sturmschwingen, ihr könnt die im Prinzip im kompletten Guardians Gate überall verstreut finden. Das sind relativ häufig vorkommende Gegner. Am besten holt ihr sie euch hier am Anfang. So, warte, ich zeig's auf der Karte. Hier ungefähr, wo die erste Story-Quest kommt. Da ihr da mehrere davon auf einem Haufen findet. Ihr braucht auch unter anderem einen davon. Oder aber am besten Vulkanus, den ihr durch die Story-Quest erhaltet. Um nachher zu den Blutwürmern und sonstigen zu kommen. Ich werde die nachher nicht sehen, ich habe die jeweils schon und ich habe auch, naja, kein Plätze mehr frei, deswegen werde ich das nicht großartig machen. Ich zähme die hier halt wirklich nur wegen der Daily und hole mir gerade die Seedstones auch gerade davon. Wenn man sie schon hat, dann nimmt man das auch mit. So, gehen wir mal wieder auf den anderen drauf und fliegen wir mal weiter. Was man zu dem Blatt und ja, zu dem Blattwurm insgesamt sagen kann. Die blauen findet ihr im Prinzip direkt um das Guardians Gate direkt drumherum. Von der Karte her wäre es halt wirklich dieser Fleck hier. Die roten fliegen hier Patrouille. Das heißt, ihr müsst im äußeren Bereich ein bisschen gucken. Wenn ihr Glück bzw. auch Pech, je nachdem was ihr gerade tut, habt, seht ihr auch Agnas, der hier irgendwo rumschwirrt. So, da oben sieht man noch schon die Bloodworms. Da ist der rote, da ist der blaue, da ist der rote. Die roten sind auch seltener, also ihr müsst euch da so ein bisschen dran halten, wenn ihr euch die holen wollt. Das bin ich zu hoch für den das Mount. Moment. Wechsel machen wir auf Volcanus. So. Tut euch selber den Gefallen, wenn ihr diese Viecher zähmen wollt und ihr nicht gerade 25 schon seid, sondern irgendwie hier vorher reingestolpert seid, dann schwächt die Viecher auf jeden Fall. Wenn ihr schon 25 seid und ihr seid etwas unglücklich betucht, was das Zähmen angeht, dann tut euch selber auch den Gefallen und macht die Viecher erstmal Flowlife. Es macht einfach das Zähmen einiges einfacher und verhindert euren Frust direkt von Anfang an. So, das war's dann auch jetzt schon wieder davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.